Clownfische oder Anemonenfische. Einer der bekanntesten Aquarienfische ist der Clownfisch. Der Film Findet Nemo hat diesen Fisch selbst bei Nicht-Aquarianern extrem bekannt gemacht. Clownfische oder Anemonenfische sind kleine Fische, die in einer engen Symbiose mit einer Anemone leben. Egal ob orange-weiß gestreift, schwärzliche oder sogar rötliche Färbungen kommen häufig vor. Hier haben wir im Bild die schwarz-weißen Clownfische. Die größten Arten können eine Länge von bis zu 18 cm erreichen. Die meisten Arten erreichen jedoch lediglich eine Größe von bis zu 10 cm. In der Natur leben Anemonenfische im Schnitt 6 bis 10 Jahre. In Gefangenschaft im Aquarium ist die Lebenszeit leider kürzer. Sie erreichen dort ein maximales Alter von ca. 5 Jahren. Und leben sie in einer engen Symbiose mit einer Seeanemone. Unter Symbiose versteht man die Vergesellschaftung von Individuen zweier unterschiedlicher Arten, die füreinander sorgen oder die vorteilhaft sind. Denn die Seeanemone gibt dem Clownfisch Schutz und die Aktivitäten des Fisches sorgen für eine vermehrte Wasserzirkulation rund um die Anemone. Zudem fressen die Anemonenfische die toten Tentakeln und düngen sie mit ihren Ausscheidungen. Anemonenfische sind robuste, leicht zu haltende, eher wenig empfindliche Meerwasserfische und daher auch für Anfänger geeignet. Bitte informiert euch aber ausreichend über die Meerwasseraquaristik sowie die Haltung der Fische, bevor ihr euch diese schönen Tiere anschafft. Gerne könnt ihr dies auch in Zukunft hier auf unserem Kanal tun. Anders als bei Süßwasserfischen brauchen Clownfische mehr Platz im Aquarium. Daher sollte das Aquarienvolumen nicht weniger als 200 Liter betragen. Wichtig ist ein sauberes Wasser mit einer Temperatur zwischen 24 und 28 Grad. Wir halten unsere bei konstanten 25 Grad und einem pH-Wert von 8. Am besten hält man sie paarweise, da sie ein soziales Verhalten zeigen. Es sollten nicht zu viele Clownfische in einem Aquarium gehalten werden, um Streitigkeiten ums Revier auszuschließen. Ebenso sollten sie immer von derselben Unterart sein. Diese Art von Fisch kann nicht viel Stress ertragen, was zur Folge hat, dass es schnell zu Fischsterben bzw. kranken Clownfischen kommen kann. Das Aquarium sollte viel Lebendgestein und vor allem die richtige Anemone für den richtigen Clownfisch haben. Wichtig zu wissen ist, dass Anemonen sich nicht leicht und nicht gerne an Aquarienwasser gewöhnen. Bitte setzt keine Anemonen in frische Meerwasseraquarien ein. Das Aquarium sollte mindestens 6 Monate stabil, wenn nicht sogar noch länger laufen, bis die erste Anemone eingesetzt werden kann. Nicht wundern, der Clownfisch wird nicht sofort in einer der angebotenen Anemonen einziehen. Manchmal braucht es Zeit, bis die richtige gefunden ist. In dieser Zeit heißt es, keine Panik. Sie werden sich schon noch daran gewöhnen. Du musst nur ein wenig Geduld haben. Hat dir das Video gefallen? Dann zeig's mit einem Daumen nach oben. Abonniere unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn du weitere Videos von uns sehen möchtest, kannst du hier bei weitere Videos von uns draufklicken. Dort gelangst du zu unseren weiteren Videos. Und niemals vergessen, schaust du Garnelen TV, wirst du garnelenschlau. Bis dann.